Ja, und es ist mal wieder soweit. Es ist Sonntag und ich bin bei der Aufnahme für meine Montags- oder Dienstags- oder was weiß ich, wann Aufnahme. Irgendwann seht ihr das auf jeden Fall. Ne? Und los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin bei einer weiteren Folge Satisfactory. Jetzt machen wir hier die Taschenlampe aus, das geht ja gar nicht. So, und heute habe ich ein bisschen was vor. Zum einen will ich hier mal diesen komischen Coupon-Shop machen. Dann will ich, na, jetzt muss ich den Namen raussuchen, das tut mir leid. Na, wie hieß er noch? Den Lucifer Morningstar heißt er bei YouTube. Einmal grüßen, ne, der gerade auch ganz fleißig meine Folgen guckt, finde ich total geil. Und ja, werde jetzt einmal fix was bauen, nämlich hier diesen Awesome Shop, weil ich einfach neugierig bin, was es da so zu kaufen gibt. Wie stellt man den denn hin? Egal wie ich ihn hinstelle, sieht scheiße aus. Aber ich baue den mal. Nee, das sieht noch viel beschissener aus. Den will ich, glaube ich, lieber hier haben. Zack. Wenn man nicht so hinten übersteht. So, und dann gucken wir mal, was es da Schönes zu kaufen gibt. Ich bin nämlich tatsächlich neugierig. Ach, gucke mal eine an. Die habe ich doch alle schon, also die meisten. Oh, Fensterwände finde ich aber geil. Das will ich haben. Befestigung. Oh, cool. Wandstrommast. Oh, das sind ja richtig coole Sachen. Hier, sowas will ich haben. Boah, ich muss dringend mehr Müll machen. Fundamenterweiterungspaket. Double Ramp, das ist auch richtig geil. Sieht das nicht mehr so beschissen aus? Säulenelemente für die Brückenteile ist ja der Shit. Fixed Car, okay. Das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Geländer und Treppen, Treppe links, Treppe rechts, auch geil, habe ich schon. War halt drin. Statuen, okay, bisschen Zierkram. Oh, eine Menge Zierkram, das finde ich cool. Fixe Kaffeetasse, wahrscheinlich um es ins Hub zu stellen. Signalisator, die brauche ich auf jeden Fall noch für die Dings hier. Achso, kriege ich 10 Signalisatoren. Das ist ja auch gut. Und Teile. Okay. Ja, gut, das halte ich für Blödsinn. Weitestgehend. Geht da darum, dass ich das eben nicht kaufen muss. Aber ein paar coole Sachen sind hier drin. Also gerade hier Fundamente und sowas finde ich total geil. Warum ich jetzt einen Skatepark bauen soll, sei mal dahingestellt. Aber das könnte in den Wasserdingern tatsächlich echt geil aussehen. Und naja, tatsächlich überdenke ich gerade meinen Plan und würde eigentlich gucken, wie ich hier möglichst schnell die Dinger kaufen kann. Denn das geht hier gar nicht mal so fix, aber ich glaube, einen habe ich schon zusammen, einen Coupon. Ja, einen habe ich schon mal. Aber jetzt ist, glaube ich, der Container leer. Nö. Warum läuft das nicht mehr? Was soll das? Soll ich hier nochmal ein Förderband bauen? Ja, es kam gerade ein Update. Von daher liegt es vielleicht daran. Nö. Fix it awesome Shredder. Kriegt nichts. Warum nicht? Wenn ich den drucke. Zack. Dann habe ich den. Aber hier kommt trotzdem nichts raus. Was soll denn das? Was soll denn das? Warum ist denn das so? Jetzt mal im Ernst. Strom hat er. Aber hier kommt nichts raus. Geht das mit. Ich muss jetzt nicht hier alle Container einmal abreißen wegen dem Update oder was. Nö, hier läuft das einwandfrei. Na, hier steht's halt, weil wegen Überproduktion, aber das ist jetzt nicht so wild. Ne, das werde ich relativ bald ändern. Ich habe nämlich ein größeres Projekt vor und werde mir das gleich mal mit euch angucken. Aber hier ist tot. Warum ist hier tote Hose? Ach, weil nichts im Lager ist. Ich habe gerade gedacht, das wäre das Lager. Am Arsch. Ich bin ein Idiot. Ich packe den Coupon erstmal weg. Und dann zeige ich euch gleich, was ich vorhabe. Erstmal. Das kann ich hier nicht mal reinpacken. Muss ich so eine scheiß Truhe bauen? Das erste Mal, Donnerlittchen.
frage ich mich glatt mal, was passiert, wenn ich so einen Coupon da reinschmeiße. Einfach nur, weil ich blöd bin. So, Lagerbox hier. Komm her. Bauen wir. Das finde ich schade, würde ich gerne hier aufbauen tatsächlich. Aber okay. Legen wir die hier vorne hin. Zack. So, und dann kommt da dieser blöde Coupon rein. Und dann zeige ich euch, was mein Plan ist. Ne, ich würde das hier jetzt erstmal alles so ein bisschen vor sich hinlaufen lassen. Und würde tatsächlich mehr oder minder einen neuen Standort aufmachen. Dafür werden wir eine Menge Beton brauchen. Nehmen wir schon mal mit. Und dann zeige ich euch, was ich meine. Rufen wir einmal Querfeld ein. Ne, weil... Oh, das tut weh. Ne, doch nicht. Gut, Glück gehabt. Ich finde ja diese Senke hier ultra geil. Und ich glaube, ich will diese Senke tatsächlich zu einem großen Fabrikkomplex machen. Indem ich hier einfach am Ende ein Dach rüberspanne. Ne, schön breit ausgelagert das Ganze. Und dass ich dann hier auch schön geordnet mit den Förderbändern, beziehungsweise die Förderbänder überhaupt mal ordne. Und dann hier runter jage. Und ich hoffe, dass da unten ein bisschen Wasser ist. Wir gucken da jetzt erstmal hin. Da war ich nämlich noch. Doch, da war ich einmal, um meinen Rucksack zu holen. Hab mich da aber nicht weiter umgeguckt. Ist ja doof. Ne, und wir latschen da gleich einmal hin. Wenn El Keule uns hier... Scheiße. Ich müsste mir eigentlich mal eine neue Waffe... Ich glaube, ich kann ja jetzt schon diesen Level-Up machen, dass ich da diesen besten Schlagstock kriege. So, und wenn hier unten nämlich Wasser ist, dann würde ich hier unten schön Kohlekraftwerke hinballern wollen. Ne, und wird dann die ganzen Sachen nämlich erstmal runterlaufen lassen und wird so ein separates Wegesystem machen tatsächlich. Na komm. Na komm her. Ach komm schon. Hau den um. Geht doch. Ne, so dass man die Fließbänder quasi gar nicht sieht und die nur in den Fabrikhallen auftauchen. Ne, müsste ich halt mit Liften und den ganzen Scheiß machen, aber ich glaube, das könnte gehen und könnte geil sein. Das ist aber schick hier. Schönes großes Plateau. Na, siehst du mich? Ja. Schon mal den ersten. Nehmen wir den nächsten auch gleich mit. Komm her, Minion. Das war Mist. Hat trotzdem geklappt. Alles klar. Ist das eine Schnecke? Nee, ein Baum. Gibt es hier Wasser? Da hinten wäre Wasser. Hm. Ist alles recht abgelegen dann tatsächlich. Das wäre schade. Weil ich die Kraftwerke gerne in der Nähe hätte. Einfach nur aufgrund der Optik. Aber es wäre trotzdem nicht das Problem hier hinten. Oh, da ist eine Menge Kupfer, oder? Oder was ist das? Jetzt. Plom. Ja. Drei Kupferlinien, okay. Ich weiß nicht, was ich mit so viel Kupfer soll, aber ich nehme es halt, ne? Also, ich sag da jetzt nicht nein. So, dann könnte ich nämlich, okay, hier hinten habe ich Wasser. Und ich habe ja in einer letzten Folge schon gesagt, ich glaube, ich schaffe lieber die Kohle zum Wasser als andersrum. Weil das mit den Rohren einfach, das ist den Aufwand einfach nicht wert. Oha. Gut, hier ist eine Menge, aber kein Wasser. Das macht meinen Plan so ein bisschen kaputt. Gut, dann gibt es halt doch Rohrleitungen. Ist am Ende auch nicht das Problem, ne, wo ich das herhole, werde ich dann mal schauen. Aber hier sind echt schön viele Zugänge. Kann man das richtig geil zupflastern. Das ist der Shit. Da hinten ist ja wahrscheinlich auch nur so ein Abgrund. Würde ich einfach mal vermuten. Mit denen legen wir uns jetzt aber nicht an. Da habe ich keinen Bock drauf. Die marodieren hier wahrscheinlich so rum. Ja, aber ich will einfach so eine lange, schöne Fabrikhalle hier das Valley runter haben. Und dann hier alles zuklatschen.
Das wird alles vollgepflastert. Ne, alles schön mit Ständerwerk, alles übersichtlich, wie gesagt, die Montagebänder. Alle versteckt in einem separaten Gang. Ne, das Wasser versteckt, sodass ich dann eine Lauflinie auch habe. Ich glaube, das wird ganz schön cool. Und das wäre eigentlich so ein bisschen der Plan für heute auch. Ich würde hier anfangen, das alles voll zu klatschen. Und zwar nicht zu knapp. Ne, und die Aufnahme wird ein bisschen dauern, aber ich bin mit den Folgen bis Dienstag im Vorlauf. Ne, ich hoffe, dass ich dann bis Donnerstag noch eine zweite Aufnahme schaffe, weil das werde ich nicht alles in einer Aufnahme schaffen. Ich mache hier dann einfach Dings hier. Mache hier dann einfach ein bisschen Zeitraffer. Und dann wird das schon. Ne, und wir würden wirklich hier oben an der Spitze anfangen. Ne, und ich kann euch ja mal zeigen, wie ich das meine. Also zum einen will ich es natürlich trotzdem passig hierzu irgendwie haben. Und dann mache ich das separat. Weil die Ausrichtung passt, glaube ich, nicht ganz. Erstmal kommt hier die Kette. Oh, komm. Das ist echt teilweise nervig. So, machen wir doch Drag and Drop. Und ich will einfach nutzen, dass wir jetzt gerade so viel Material haben und wir eigentlich ganz cool bauen können. So, die Ausrichtung davon ist... Ja, das passt doch eigentlich halbwegs. Das sieht gut aus. Wir ziehen das einfach hier rüber. Warum steht hier ein seelenloser Lagercontainer? Warum stehst du hier? Ah, du hast einen Haufen Scheiß drin. Okay. Haufen Platinen auch. Na gut. Das heißt, das Top-Niveau wäre dann auch entsprechend hier oben. Ich wollte immer mal gucken, kosten die eigentlich mehr? Kosten 6, kosten auch 6, kosten auch 6. Dann kann ich auch die bauen. Warum soll ich dann die dünnen bauen? Dann können wir hier gleich wieder anfangen. So. Hier wird natürlich gleich weggesägt, der Scheiß. Wir lassen der Natur keine Chance. Ne, und ich fange jetzt hier nur erstmal am Ansatz an und dann werde ich euch nachher für den schnellen Vorlauf schicken, quasi. Und wo kommt er denn schon wieder her? Will der mich rollen, oder was? Na, komm her. Haha. Stirb. Ey. Geht doch. Ey, guck ein bisschen der Rasen durch. Gehen wir noch ein Stückchen höher. Wir reißen das nochmal weg. Obwohl, brauchen wir gar nicht. Wir setzen einfach mit der 8 hier nochmal ein bisschen was drauf. So. Das sollte dann auch reichen. So. Müssen wir den ganzen Scheiß hier nochmal abreißen. Ist doch auch Quatsch. Oh. Vielleicht sogar so. Und dann sieht man von dem ganzen Scheiß nichts mehr. Ne, dass wir jetzt wirklich mal anfangen, ein bisschen sauber zu bauen. Ne, so dass wir einen vernünftigen Weg dahin haben. Dass wir irgendwann dann einen Zug lang führen können. Ne, einfach das Ganze ein bisschen aufbitschen. Ne, und dann schön mit dem Berg als Seitenwand quasi. Ich glaube, das wird schon cool. So, und dann würde ich wirklich bis hier... das war Quatsch. Zack. Zack. Das reißen wir gleich einmal weg, wenn wir schon mal hier sind. Denn das wird alles ultra lange dauern, bis ich das hier runtergezogen habe. Aber es sieht, glaube ich, am Ende echt geil aus. So. Hier kommt gleich mit weg, wenn wir schon mal da sind. So. Ne, das hier unten sieht man nachher zum Glück nicht mehr. Da ist eh alles planiert dann. Ich muss nur noch gucken, wo ich denn den Eingang zu dem Valley baue. Oh, komm. Dies machen wir einmal fix so. Zack. Reißen wir gleich wieder weg. So, wo klatschen wir das hin? Wo ist denn da ein guter Platz? Eigentlich, ja, hier schon, ne? Na, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Ja, hier.
Ne, da will man einfach stumpf hier so. Ja, das wollen wir. Rübergehen. Ja, bis hier. Dann hätten wir das ja relativ breit aufgestellt. Und kommen auch tatsächlich bis zur Wand ran. Das ist super. Kann ich das Ding wegreißen? Stimmt, oder? Ja, super. Alles weg, was im Weg ist. So, das heißt, da können wir bis zur Wand ran. Das gefällt mir erstmal. Ne, und ich mache jetzt hier wirklich nur ein bisschen Kleinigkeit. Damit ihr erstmal einen Eindruck bekommt und ich selber auch einen Eindruck bekomme, wie es denn am Ende aussehen soll. Und weiter geht's. Ne, wirklich nur das erste Stückchen hier. Und das ist ja nun mal auch der oberirdische Kram. Also davon wird ja nachher kaum noch was zu sehen sein. Hier sollen eigentlich nur die Fließbänder entlaufen. Und der Rest wird da drüber kommen. Boah, ich will diesen Scheiß wegsprengen, ey. Kann mir mal einer schreiben, ab welchem Tier man Sprengstoff bekommt und den Piss wegmachen kann? Weil so eine Kleinigkeiten versauen mir gerade das Bild. Da habe ich keinen Bock drauf. Muss doch nicht sein. So. Dann sind wir hier auch gleich an der Wand dran. Der ist jetzt irgendwo gelandet, nur nicht da, wo er sollte. Zack. So. Und weiter geht's. Und es frisst mein Beton einfach weg. Wie das mit Fundamentplatten immer so ist. Ich hatte zwischendurch schon mal überlegt, ob ich an meine Container nochmal einen Container ran spaxe. Damit ich da im Zweifelsfall mehr auf Halde habe. So. Jetzt wird da noch ein Schuh draus. Zack, zack. So, und dann wäre die Frage, entweder ich lasse die Förderbänder oben drüber laufen oder hier unten lang. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eher für unten lang. Einfach aus Prinzip. Nur, dass ich da so eine Art Wartungstunnel habe. Ne, wir machen mal ein bisschen. Guck mal, wie weit wir hier vernünftig lang bauen können, aber ich glaube, bis hier ist ausreichend. Da ziehen wir dann eine Wand hoch. Und werden da oben bei der Fundamente bauen, glaube ich. So, weg damit. So. Und dann müssen wir tatsächlich mal schauen. So, hier sollen dann halt die Fressekettensäge. Nee, hab ich nicht. Ziehen wir da nochmal ein bisschen rüber. Einfach nur der Vollständigkeit halber. So, ne, weil ich habe hier ja massiv, also wenn ich nachher meiner Level 2 habe und Level 3, kriege ich das da oben mit relativ wenig versorgt und kann den Haufen von den Fließbändern abreißen und die Ressourcen woanders verwenden. Und das ist eigentlich auch der Plan so ein bisschen. Ne, dass dann von hier die Ressourcen kommen. Weg. Ne, jetzt müssen wir einmal gucken. Hier am Ende des Bereichs. Wo wir am besten gerade runterkommen. Ja, hier erstmal. Würde ich nämlich tatsächlich die beiden hier als Straße nutzen. Später vielleicht nochmal eine Schiene langlegen. Und dann würden die Fließbänder nämlich hier rankommen. So, Wände. Förderband 3. Wand für Förderband 3. Wie mache ich die? Ne, man soll schon sehen, dass sie da sind. Das heißt, hier kämen 3 Fließbänder lang. Hier kämen 3 Fließbänder lang. Ne, und hier von mir aus auch noch. Ja, machen wir so. Hier kriegt man die, glaube ich, auch noch lang. Sauber dran vorbeigezogen. So, dann hätten wir hier ein großes Tor. Und dann würde ich nämlich einmal gucken. Hier bitte. Ne, die würde ich dann alle zusammenlaufen lassen. Relativ eng auch. Hm, aber ein Stückchen weiter hinten. 1, 2, 3.
Eins, zwei. So, dass man irgendwie noch drunter durchkommt. So. Und das gleiche würde ich relativ nah daneben machen. Und dann habe ich hier ultimativ viele starke Förderbänder. Ne? Wird die dann auch Mark 3 machen. Das gleiche machen wir hier. 1, 2, 3. 1, 2. Das ist ja geil. Jetzt habe ich hier 2. Das ist ja auch schön. 1, 2, 3. Und 1, 2. So, das gleiche hier nochmal. 1, 2, 3. So, dann hätte man hier quasi einen Laufweg. So, bis da oben rüber würde ich eine Wand ziehen. Gucken wir mal. Ich weiß gar nicht, ob es noch Wände gibt. Habe ich gerade gar nicht geguckt. Wände mit Wasser. Das wäre ja auch noch ganz cool. Ne, weil hier muss ja irgendwie auch noch Wasser langlaufen können. Oder ich ja Wasser brauchen werde. Oder können wir das... Moment, das will ich jetzt mal sehen. Das wäre cool. Wenn wir... Das ist hier, glaube ich, ja. Pipeline-Stütze. Können wir die hier auch drunter bauen noch? Boah, das geht sogar. Das ist ja geil. So. Das sieht eigentlich auch nicht mal scheiße aus. Also nichts, woran ich mich stören würde. Wir müssen nur gucken, wie wir es reinkriegen. So, das kommt ja dann von da. Wir dann quasi hier so lang laufen. So. Das gleiche wäre dann hier der Fall. So. Und dann würde das Rohr... Was? Achso, kein Kupferblech mehr. Na gut, halb so wild. So, und dann hätten wir... Ich mache das nur einmal zum Visualisieren. Eins. Das war dumm. Ja, laufen noch in die falsche Richtung, das ist aber egal. Ne, es soll nur einmal die Optik beschreiben. Und hier auch. Wo hier würde ich, glaube ich, so machen. Zwei. Und drei. Und hier das gleiche. Nochmal gucken, das erste war... Moment. Ne, das finde ich jetzt doof. Moment. Oh shit. Das war gerade nicht gut. So, in dem Fall so. So. Und so. Ne, hoch, runter, hoch, runter. Und dann komme ich da aber, glaube ich, schon mit den Rohren nicht mehr lang. Aber das ist gut, das gucken wir gleich. Und hätten wir hier eine lange Rohstoffstraße. So, aber das ist gerade relativ lax, denn wir haben ein Problem. Uns geht der Strom aus. Ich habe gerade, bevor ich mit der Aufnahme angefangen habe, nochmal ein bisschen Biokraftstoff in Auftrag gegeben. Aber ich glaube, davon haben wir noch nicht viel. Das heißt, wir werden das jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen händisch machen müssen. So eine Scheiße. Oh, was machst du denn hier, Alter? Komm mal klar. Keule. Wie viel haben wir denn hier? Och, ein bisschen was ist zusammengekommen. Da kriegen wir schnell genug wieder welche ans Laufen. Zack. Nummer 1. Ja, wir machen gleich voll hier. Zack. Obwohl, erstmal müssen wir gucken, dass so viele wie möglich laufen, ne? Da haben wir nochmal welche. Und da auch nochmal. Der ist voll. Ist ja auch schön. Hä? Wieso bist du voll und läufst nicht, Alter? Bist du scheiße? Meine Fresse. Manchmal zweifle ich ja. So, dann gucken wir mal. Zip. Okay, läuft wieder. Gab's eine kurze Spitze. Und dann sieht das ganz gut aus. Wie, das Ding liefert nur 20 Megawatt? Achso, 10 Megawatt, naja. So, wir hätten hier Kapazität für 320. Wir brauchen 180, das ist okay. Wieso läufst du nicht? Bist du nicht angeschlossen?
ist tatsächlich nicht angeschlossen. Was ist denn hier los? Ach, Brander. Was soll denn der Scheiß? So, dann laufen noch alle ganz gut. 75 hat der noch und der noch. 58, okay. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Auch noch was da. 124. Diesen Anfang. Läuft dann eine Weile. Ja, Teil den Stack. So, das hier hin. Und das dahin. Das hält noch ein Weilchen. Ich sollte wahrscheinlich noch ein Kohlekraftwerk bauen. Dann sollte ich ihm hier noch irgendwas reinschmeißen. Wie viel. Alter, schon echt viel weggehämmert. Hier steht aber die Produktion sowieso. So. Können wir hier erstmal ein bisschen was wegnehmen. Und der läuft. Gut. Ich überlege, ob ich Kupferkabel einfach da stackweise wegschmeiße. Weil wir sind hier eh massiv überfüllt. Ich könnte hier so ein Teil auch einfach hinterspaxen, ne? Ich meine, kommt da eh genug an. Aber gut, haben wir erstmal drei Stacks davon in den Fix-It-Heini hier. Ich glaube, alle 1000 kriege ich ein Ticket. Dann haben wir schon mal wieder anderthalb Tickets zusammen. 1, 2, 3. Ja. Ne? Mit den 1500 kriege ich zwei Tickets und damit kann ich dann die Schrägen bauen. Das ist dann schon mal cool. Und wieso habe ich eigentlich so wenig Leben? Oh, hinter den Scheiß. So. Zack. Und dann gucken wir mal weiter. Mit unserem kleinen Großprojekt. So klein wird es wohl gar nicht. Es wird irgendwann mal echt massig. Ja, wir gehen mal lieber hier lang, ne? Gehen wir mal auf Nummer sicher. Jetzt wird das hier wieder dunkel. Das wollte ich nicht. So, Licht an. So, und dann zeige ich euch nochmal für einen Eindruck, ne? Hier vorne das Ganze. 1, 2, 3 und welches ist jetzt wo? Der ist da. Gut. 1, 2, 3. Was halt auch gehen würde, Moment. Kann ich die da drüber setzen? Können die Höhe? Was habe ich denn jetzt hier? Den wollte ich. Pipeline-Stütze. So, einmal zurechtdrehen. Gehen die höher? Ne, die gehen sogar niedriger nur. Das wäre ätzend. Egal, was. Also ich kriege die hier halt nicht vernünftig weg, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Aber eigentlich ist das auch gar nicht nötig, weil wir haben ja hier genug Platz. Zack, 1, 2. Dann können wir die einfach da lang führen. Warum sollen wir das unnötig kompliziert machen? Und dann bauen wir einfach da drüber den Eingang für das Wasser. Zack, jetzt habe ich natürlich kein Kupferrohr mitgenommen. Das wäre eigentlich auch gleich schlau gewesen. Zack. Na, dann haben wir hier so einen schönen großen Wartungstunnel. Ich würde das, glaube ich, gleich erstmal noch ein Stückchen weiter bauen wollen. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es aussieht. Und ob die Idee geil ist. Und dafür hätte ich halt auch ganz gerne Fenster. Ich hätte hier vorne gerne so eine Fensterfront. So. Ach, komm schon. Ach, komm schon, doppelt. Ist doch alles nicht wahr. Und Anlauf und hip. Ach, bitte. So. Aber wir können ja erstmal hier. Komme ich damit zweien aus? Das wäre auch eine gute Frage. Nee. Muss ich echt drei? Das finde ich schade. So ein bisschen flacher hätte ich schön gefunden. Aber okay. Ich kann damit leben. So. Und dann ziehen wir das nämlich einfach hier rüber. So. Und das wird dann quasi mein nächster großer Fabrikkomplex. Der darf da auch ruhig in die Wand reingehen. Das finde ich gar nicht schlimm. Da habe ich zwei Wände. Eigentlich wäre es schön, wenn ich hier auch noch zwei Wände hinkriegen würde. Ich meine, grundsätzlich geht das. Ah.
stört mir ein bisschen die Optik mit dem Grün hier. Was nun? Nicht genug Freiraum. Das geht dann wieder. Achso, was ist das denn? Katerium-Erz. Okay. New technologies can be developed based on this new superconductive gold-like element, primarily in power and electronics. Okay. A new research tree can now be accessed in the MAM. Das ist ja cool. Das schmeißen wir gleich mal in die MAM rein. So, aber jetzt dürfte das hier erstmal weitergehen. Da möchte ich ja schon sehen, was da abgeht. So, und jetzt finde ich das nämlich gar nicht mehr so schlimm, denn was wir jetzt gleich machen, ist erstmal natürlich Wände drauf. Ich hoffe, es gibt wirklich eine, wo ich die Pipeline durchziehen kann. Wenn nicht, nehme ich einfach so ein großes Teil mit Loch und ziehe das da durch. Ist mir dann auch Lachs. Zu teuer. Eisenplatten. Davon brauche ich auch noch mehr. Leck mich doch fett, ey. Das wird ein ganz schön teurer Spaß hier. Da habe ich mir ja was vorgenommen. Da habe ich mir ja was vorgenommen. Aber es wird ein cooler Megakomplex dann auf jeden Fall, der sich da lang ziehen wird. Und der wirkt geschlossen und irgendwie... Ach, komm schon. Irgendwie auch so, als wird er mit... Also da auch so reingehören. Ne? Und nicht so physikalisch korrekt irgendwo rumschweben. Weil das ist so eine Sache, die kann ich überhaupt nicht leiden. Ne? Wenn Sachen einfach völlig sinnlos in der Gegend rumschweben. So, nehmen wir gleich mit. Und dann gehen wir gleich nochmal zum MAM, wenn wir schon mal hier sind. Schwupp. Habe ich eigentlich schon die neuen Fließbänder jetzt freigeschalten? Sollte ich vielleicht auch mal gucken. Weil dann würde ich da gleich mal so ein Dreierband dran klatschen. Damit das auch mal was wird. Was brauche ich denn hier? Logistik Mark 2, Fahrzeugtransport. Logistik Mark 3. Das habe ich doch. Müsste ich doch mittlerweile zusammen haben, oder? Hier, anwählen. Das spacksen wir eben schon mal rüber. Das finde ich übrigens ganz cool, dass relevante Gegenstände da oben angezeigt werden. So. Aber wir wollten zum MAM eigentlich. So, die Analyse von Nacktschneckenscan ist abgeschlossen. Bitte wieder eine neue. Mach ich doch glatt. Research finished. Katerium. Okay. Scheint ja eine Menge coolen Scheiß hier zu geben. So, die Analyse von Katerium ist abgeschlossen. Bitte wähle. Ja, gut. So. Dass er mich da gleich wieder rausschmeißt, ist halt assi. Katerium Barren. Nur mach mal. Geht auch ratzfatz. Da reicht das bitte ein bisschen Katerium natürlich nicht lange hin, ne? Turbodraht. Okay. Den habe ich noch nicht. Der kommt wahrscheinlich erst. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich in den Konstruktoren irgendwie neue Sachen bauen. Na gut. So, aber ich will euch einen Eindruck von dem vermitteln, was ich bauen will. Also geht's da unten erstmal weiter. Nein, ich will vor allem Level 2 die neuen Fließbänder freischalten. Das ist mir eigentlich gerade wichtiger. Also einmal hier rüber. Zu unserer Stahlproduktion. Mal schauen, wie viel hier mittlerweile durch ist. Ein bisschen was dürfte jetzt sein. Zack. Ja, na seht ihr. Da wird noch ein Schuh draus. Oh, noch viel mehr. Meine Fresse. Das geht aber flott. Stahl ist quasi die neue Eisenplatte, ja? Na gut, also ich werde die halt für die Fließbänder wahrscheinlich wie Hulle brauchen. Von daher gar nicht mal schlecht. Das kann da erstmal ordentlich auf Halde produzieren. Als nächstes wären halt die neuen Container schön, dass ich da ein bisschen was Größeres hinklatschen kann. Weil das ist ja so alles ein bisschen klein, ein bisschen wenig. So, rein, rein, rein. Und gib ihm. Puff. Milestone unlocked. Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container and enhanced conveyor belt efficiency. Was? Neue Container habe ich hier schon bekommen? Waren die da auch bei? Moment. Organisation? Oh ja, die industriellen Container sind auch gleich bei. Das ist ja geil. Das ist ja herrlich. Logistik, hier sind jetzt Mark 3. Bis zu 270 Ressourcen pro Minute. Geiler Shit. Lift auch Mark 3 gleich. Ja, und wie erwartet brauche ich dafür Stahl. Ist aber gar nicht mehr so schlimm. Ganz im Gegenteil, was ist das? Okay, stapelbare Stützen. Auch schön. Das finde ich ja ganz cool.
Das wird mir bei meinem kleinen Projekt sicherlich sehr nützlich sein. So, was machen wir denn als nächstes? Gucken wir mal rein. Ich glaube, ich kann hier jetzt einfach mal eine ganze Menge abhaken, oder? Ach nee, geht gar nicht. So. Wie schnell ist das jetzt hier durchgelaufen? Oh, braucht doch ein bisschen mehr. Druckparapons. Wir haben schon 3. Das ging ja fix. Na, okay. Ich habe natürlich nicht genug Stahl dabei, sodass ich jetzt nochmal Stahl holen muss. Ich bin ein Idiot. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war echt dumm. Ich baue die Folge echt wenig, oder? Ich bin eigentlich die ganze Zeit hin und her, hier erstmal irgendwelche Upgrades zu machen. Unglaublich. Wie effizient lauft ihr eigentlich? Kohle fehlt, ne? Recht deutlich fehlt Kohle. Zeit für den Miner Mark 2. So. Nehmen wir auch gleich mal mit. Haben wir ein bisschen was dabei. Und dann baue ich mal ein Level 3 Förderband dahin. Damit erstmal ein bisschen flotter geht. Und eigentlich würde ich auch echt gerne irgendwas dahin umleiten, von dem ich so Unmengen habe, die ich überhaupt nicht brauche. So, Quatsch. Ob ich tatsächlich mein erstes Fließband, mein erstes gutes Fließband, nur um Sachen zu verschrotten, ist auch geil. Ah, das war jetzt rein im Scheiß. Oha! Das ist eine Ansage. Kann ich hier Tickets rausnehmen wie ein Groß, aber. Rums, rums, rums. Alter, geil, du. Das finde ich ja geil. Ich kann jetzt gerade zu viel upgraden. Nee, ich meine, das war hier hinten bei der Schraubenproduktion, wo das auch nicht so richtig lief. Machen wir gleich. Ich haue jetzt gleich rein. Ah, Markus ist leicht ablenkbar. Hat ein bisschen, was, ein bisschen neues Spielzeug. Der ist ja leer. Okay. Ist die Frage, kannst du voll... der ist voll ausgelastet. Kriegt da also genug und der kann wahrscheinlich nicht genug wegschaffen. Das ist ja doof. Das ist ja richtig doof. Hallo Mutter. Was ist los? Klingt super. Weiter so. Ich könnte also die Stahlplatten nochmal ein bisschen... anschieben, weil ich glaube, dass... Obwohl, hier, der hat kriegt wahrscheinlich noch genug davon, oder? Um die Position auszulassen. Nee, der hat mehr Schrauben als Eisenplatten. Na, wie assi ist das denn? Wie assi ist das denn? Ich muss dann doch nochmal eine Produktion dran schrauben. Und da würde ich tatsächlich gleich mal gucken. Du bist, glaube ich, voll hier, ne? Nee, ist auch nicht so voll. Du arbeitest volle Lotte? Ja. 100% Effizienz, aber hier ist dann auch nicht voll. Es fehlt mittlerweile an Erz. Das ist ja ein Ding. Du hättest genug für einen zweiten. Machen wir das zumindest hier einmal. Achso, du kriegst das direkt von hier her. Dann bauen wir hier einmal einen Splitter ran. Das mit den Eisenplatten nervt mich sonst. Das ist Mist. Das können wir so nicht lassen. Das kann ich nicht in Ruhe bei dir spielen hier. Einmal ein Splitter zwischen. So. So. Was Schnelleres. Doch, da brauchen wir was Schnelleres. Denn ich will die Produktion ja hier gleich halten. Kann halten 3 heran. Macht wenig Unterschied. Obwohl der gar nicht mehr splitten kann. Ich splitte auch schon die nächste Tür jetzt? Nö. Gut, dann da oben einmal weg. Kommt dann ein Förderband hoch. Also, na, wie heißen sie? Bin ich doof? Hier sind sie. So ein Splitter nach oben. Kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Müssen wir 2 lecken. Wie assi ist das denn? Obwohl, warte mal, warte mal. Können wir so machen. Und dann so. Dafür gehen wir aber einmal nach oben. Tü, 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 tü.
Ja. So. Der kommt dann nämlich hier hin. Ich glaube. Nee, die Höhe. So, dann kommt. Zack. Hier einmal der ran. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Eigentlich kommt hier. Gleich der Manuel, der Konstruktor hin. Ja. Zack. Nicht ganz drauf, da muss man allerdings hin. Und dann. Ach, scheiße. Gut, das war einmal dumm. Ja, so ist auch richtig. Zack. Gehen wir hier ran. Dann hier hinter den Container. Organisation reicht auch der kleine als Puffer. Mittig bitte. So. Ich sollte jetzt einen kleinen Schlenker machen. Und dann kommt hier ein Konstruktor. Ja, hier kommt ein Konstruktor. Eisenplatten. Sollte ja eigentlich gleich was ankommen. Ja, da haben wir schon das. Hier ist schon Strom, das ist ja herrlich. Das geht nicht, aber warum können wir nicht? Natürlich fehlen mir jetzt Kabel. Leck mich doch fett. Hui! Die sind wahrscheinlich schon alle weg, so schnell wie das vorhin ging. Jo. Mitgedacht hat was gebracht. So. Tüdelütüdü. Ja, komm, gib her. Ich bin natürlich voll mit irgendwelchem Schrott. Nee, Kalkstein weg. Gib mir auch einen Sack. Und dann wieder ab nach oben. Mensch, habe ich glatt vergessen, dass man tatsächlich für irgendwas sogar Kabel braucht. Dran gedacht hätte ich nicht. So, hier ein Mast hin. Und hier ein Mast hin. Das wollte ich auf Dauer jetzt so eigentlich machen. Zack, 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 zack. Und der kriegt von dem Strom. Wieso ist der trotzdem gelb? Ach, weil ich ein Idiot bin. Kommt doch erstmal eine Gießerei ran. Nicht eine Gießerei, ne? Na, wie heißen sie? Ein Schmelzofen. Dumm, dumm. Einmal dumm, bitte. Ein ganz normaler Schmelzofen. Ja, das passt so. Ach, passt auch sauber ran. Sehr schön. Dann geht der nach hier. Dann ist der aber schief. Ach, Mann, ey. Manchmal ist doof. Lagercontainer. So rum, bitte. Das war knapp. Da habe ich fast einen Abflug gemacht. Zack. Hier ran. Mehr brauchen wir da eh nicht. Und dann kommt da hinten nämlich noch ein Konstruktor hin. So, jetzt wird da noch ein Schuh draus. Und den können wir hier direkt ranknallen. Na. So, ein bisschen weg davon. Na, passt das? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Na gut, kommt da hier hinten hin. Ist eigentlich auch relativ Banane. Denn hier oben brauche ich keine Laufwege. Zack. Und dann können wir das da mit einem Fusionator wieder zusammenlaufen lassen. Ne, da. Hier, wo wir es hin haben. Da ist mein Metallauffangbecken. Bauen wir hier erstmal einen Fusionator. Zack. Förderbandfusionator. Müssen wir nur darauf achten, dass wir. Ein besseres Band hinbauen. Denn sonst kommen wir ja hier nicht schnell genug voran.
So, Mark 3. Und zack. Hier machen wir einen Lift Mark 3. Genau, da rein. Erstmal so. Und dann einmal nach oben. Und dann führen wir das nämlich einfach rüber. Wände. Ach, ist auch geil, ey. So. Da so eine. Da eine ganz normale. Und hier tatsächlich gleich eine doppelte. Zack. Und dann können wir einfach. Naja, einfach, mehr oder minder einfach. Machen wir gleich so. Machen wir gleich so. Ich glaube, das reicht mir. So. Eigentlich hätte ich hier uns gerne gleich die nächste, aber nein, nein, nein. Eins nach mal. Dann brauchen wir nämlich den gar nicht da, sondern hier. So. Logistik, Fördermann. Echt jetzt? Ach komm schon, ey. Ich glaube, ich reiß den Scheiß hier bald wieder weg, diesen Weg nach oben. Der ist hier eh nur ein Weg. Ist so die richtige Höhe? Ich hoffe es einfach mal. Zack. Weder stimmt die Höhe, noch die Ausrichtung. Da stimmt mal wieder gar nichts. 4. So. Jetzt stimmt zumindest die Höhe. Ja, das ist okay. Das ist nicht die beste Art, das hier hin zu flatschen, aber meine Güte. So. Warum kommt hier nichts? Oder sehe ich das nur nicht? Und kommt hier nichts raus? Ist hier los? Bist du so langsam? Kann ich mir nicht vorstellen. 100% Effizienz, alles cool. 20 Teile pro Minute. Und hier? Jo. Läuft auch, gut. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Weg mehr. Ach, ist doch zum Kotzen, ey. Meine Fresse. Zieht er so langsam? Das nervt. Das nervt Höllen. Eigentlich ist es total dämlich, weil er eh nur 60 splitten kann, aber gut. So, und eigentlich müssten jetzt auch von hier oben schon Platten kommen, oder nicht? Ah ne, ich habe das nicht konfiguriert. Das war erneut dumm. So, du machst Stahlbarren bitte. Gib ihm hart. Darfst auch Strom haben. Sehr schön. Und du machst Eisenplatten. So. Einmal Produktion aufgefrischt. Läuft. Zack, zack, zack. Das läuft direkt durch. Der läuft dann auch auf 100%. Und dann bekommt der hier gleich ordentlich Futter. Ist das so lahmarschig hier? Na gut, drüben habe ich angebaut, ne? Der rennt voll Lotte. Du weißt nicht wohin. Na, doch wohl, bei dem geht's noch. Ich lager mal ein bisschen was um. Ich kann gar nichts umlagern. Naja, egal. Egal. Ganz regal. So, wie weit sind jetzt meine Kupferkabel? Wieder aufgefüllt. Ja, es dauert eine Weile, ne? Wie weit seid ihr hier hinten? Joa, versteckte Eisenplatten geht schon mal ganz gut voran. Die brauchen ein bisschen länger. Die brauchen noch länger. Okay. Also eigentlich habe ich nur diese blöden Kupferkabel hier gerade in massivem Überfluss. Das heißt, ich schmeiß die da in den Schredder. Ich kann sie gar nicht in den Schredder schmeißen, weil ich voll bin. Na gut. Oh, Kabel haben wir auch gut. Okay, dann hole ich jetzt einmal meine Coupons ab.
Und dann schauen wir mal, dass wir gleich die Glasdinger kaufen. Und ich hoffe, ich brauche dafür nichts, nicht jetzt plötzlich Glas, das ich irgendwie einschmelzen muss. Das wäre ganz schön scheiße. Sind hier noch Coupons drin? Ne. Ach doch, fruchtbare Coupons. 3 Stück nochmal. So, haben wir schon 6. Hier hinten noch den aus der Truhe, dann gucken wir mal, was wir da Schönes kaufen können. Zack. 7. Und dann wollte ich zum einen das hier haben. Double Ramp. Einfach nur der Optik halber. Ist im Wagen. Und was wollte ich noch? Das ist auch ganz cool. Wandbefestigung. Und, oh, die kosten 9. Schade. Was habe ich hier im Wagen? Die Double Ramp. Nee, eigentlich, ich glaube, ich fülle das dann nochmal auf hier. Ich glaube, ich will lieber erst die Fenster haben. Die Double Ramps sind auch cool, aber nicht so wichtig. Boah, das wird ja immer mehr, dass ich da brauche. Und der jagt die durch. Alter Vater. Ratzefatze. 2 bräuchte ich noch. Nee, das Stahl nehme ich dafür jetzt nicht. Das ist bescheuert. Ach, scheiß drauf. Klasse, erstmal laufen. Und wir bauen hier hinten erstmal weiter. Nee, um das zu machen, was ich ursprünglich mal machen wollte. Ich könnte vielleicht mal eine Leiter ranbauen. Das war knapp. So, man stelle sich vor, da wäre ein Fenster. So, Wände und dann haben wir hier die. Zack, können wir weitermachen. Ziehen das hier schön weiter bis zum Ende durch. Zack, zack, zack. Weiterhin gilt, man stellt sich vor, da wäre ein Fenster. So, und dann kommen da tatsächlich schon die Deckenpaneele drauf. So, und das wäre tatsächlich nur der Wartungsschacht. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Nur das bisschen Grün kann hier eigentlich sogar ganz cool stehen bleiben. Das stört nicht mal. Ich brauche halt unglaublich viele Eisenplatten und so dafür. Den ganzen, obwohl, nee, eigentlich nur Beton. In Anführungsstrichen nur Beton. Das war Blödsinn. Und ich weiß selbst auch nicht, wie geil es am Ende aussieht. Ich hoffe, es sieht cool aus. Ach komm schon. Aber ich glaube, das wird tatsächlich ganz geil. Immer so viel daneben geht, ey. Scheiße. Ich bin so unpräzis. Ne, schön dicht. Alter. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn man hier drücken könnte und dann zupp, einfach so rüber. Das wird echt eine Menge Zeit sparen. Ja, wir gucken nachher, was wir noch wegreißen müssen. Aufgrund der Optik. Coolen langen Tunnel. Weg. Und vor allem hängt der nicht einfach irgendwie in der Luft, sondern er wäre quasi ins Gestein getrieben. Ne? Und dann wird sich hier erstmal alles reinziehen und dann würde ich wie vorn hinten mit den Fließbändern das Ganze nach und nach nach oben und unten verteilen. Ne? Also sobald ich hier weit genug bin, dass ich drei Dinger übereinander kriege, würde da die Produktionslinie anfangen. Und man wird tatsächlich relativ wenig sehen. Das wäre dann so ein richtiger Komplex halt. Ups, das wollte ich eigentlich. Das wäre so eine schöne, breite Halle. Ne? Vielleicht könnte man hier Glas langziehen auch.
schön, dass man dadurch dann halt noch das bisschen grün sieht. Oh, wir haben eine Biere. Her damit. Ich glaube, das wird cool. Hab ich Bock drauf. Und hier will ich dann irgendwie noch ein gescheites Tor hinsetzen. Mal sehen, was da noch an Wandpaneelen freizuschalten gibt. Und dann löppt das. Ne, wenn ich noch mehr Ressourcen finde, kommt da einfach noch ein drittes ran. Überhaupt kein Ding. Und dann ist das hier Shiggy. Shiggy, Shiggy, Shiggy. So, was mich hier jetzt erstmal stört, das hängt da ja auch so in der Luft. Muss ja nicht sein. Ach, kann mich stören, wie es will. Ich habe nur keinen Beton mehr. Logisch, habe ich auch gerade alles verbraten. Treppen kann ich da jetzt auch nicht hochbauen, weil habe ich ja gerade alles verbraten. Dumm, dumm. Der ist doch scheiße. So. Und zack. Ne, gegen meine Einschätzung von wegen, ich hau euch nachher hier ein Dings rein. Ein Fast Forward. Pustekuchen. Oh, haben sie die Optik verändert? Das fällt mir jetzt erst auf. Von dem Werktisch. Das sah von hinten, glaube ich, nicht so aus. So, jetzt hau ich hier erstmal mich hier einen Weg neben. Ich glaube, ich mache hier einen Weg neben. Logistik. Nee, Wände auch nicht. Ich suche sie immer wieder, die blöden Gehwege. Treppe links, Treppe rechts. Die will ich nicht. Hier, da haben wir sie. Ja, wir nehmen die. Zack. Wunderbar. Läuft. Und hier so ein T-Stück ran. Zack. Und dann können wir das hier auf eine Höhe machen. Ah, muss ich nachher wegsägen. Okay, hab's verstanden. Zack. Zack. So nicht. So nicht. So. Zack. Ne, mit solchen Glitches kann ich tatsächlich echt gut leben, weil das läuft dann einfach da rein. Das finde ich völlig in Ordnung. Nur die Links sollen wieder weg. So. Da gaggert die Frau. Warum auch immer. Weiter. Bis hier zum Ende und dann bauen wir hier Treppe runter. Aber nicht so eine, sondern wo haben wir die blöden Treppen? Da. Treppe links, Treppe rechts. Ist natürlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich Treppe rechts nehme, führt die dann runter. Kann ich das hier irgendwie vernünftig ranbauen? Ich will nicht nach oben, ich will runter. Pustekuchen. Mach ich wohl doch mit Gehwegen. Ey, ich war gerade da, ne? Und hab schon wieder verschnallt, wo es ist. Meine Güte. Wenn ihr irgendwelchen Scheiß ständig sucht. Wie ist blöd, Gehwege und Organisation, ey. Leckt mich doch. So. Und dann führen wir das hier einfach runter. Und dann eine Abzweigung. So. Und noch eine. Und dann wieder zwei nach unten. Zwei? Ne, eine. Abzweig ran. Und theoretisch müsste das ja haargenau passen, ne? Tut's nicht. Wir sind eins zu weit unten. Ah, wie ätzend. Na gut. Mal so. Und so. Und dann führen wir das einfach. Na? Och komm schon, echt jetzt? Scheiße. Warten ab, fuck. So. So.
Das ist ja scheiße. Nee, so will ich das nicht. So will ich das nicht. Kann ich den jetzt hier gerade weiterbauen? Ja, das passt. Sehr schön. So und so. Ob ich damit zufrieden bin, weiß ich ja nicht, ne? Das ist ja... Naja, egal. Man kommt drauf und runter. So, 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 so. Ja. Gut. Wahrscheinlich springe ich hier 3 von 4 Malen rauf und runter. Zumal hier eigentlich Fließbänder lang sollen. Na egal. Erstmal geht's. Erst einmal geht's. So, damit ist die Zeit auch schon wieder rum. Ne, werfen wir nochmal einen Blick auf das, was kommen soll. Eine große Produktionslinie. Mit was auch immer. Ich weiß noch nicht mal was. Na, aber es wird groß und schön. Und ich werde das irgendwann mal offline ein bisschen weiterbauen. Ohne, dass ihr dabei seid. Und wir das hier einfach erstmal ein ganzes Ende weiterziehen. Und dann gucken wir irgendwann, was wir damit anfangen. Wird schon irgendwie cool werden. Bin ich mir ganz sicher. Ne? Ansonsten danke euch wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ihr kennt das ganze Geeire. Ne? Was man halt immer so sagt. Und ja. Macht ihr noch einen schönen Abend, bleibt schön zu Hause, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson.